So, und damit begrüße ich euch ganz, ganz herzlich zum Stream am heutigen Abend. Wir werden heute ein wenig an unserer Fußballkarriere weiterarbeiten und damit tiefer in FC24 vorstoßen. Ich habe mir, da ich ja jetzt heute entscheide, welchen Schwierigkeitsgrad wir nehmen werden für die Karriere jetzt erstmal, habe ich mir den letzten Stream teilweise nochmal angeguckt. Die Parts, die auf YouTube kommen, sind schon geschnitten und da habe ich nochmal reingeschaut. Dann habe ich nochmal mit einem, nochmal ein bisschen mich umgehört bei Leuten, die das Spiel schon besser kennen als ich und da auch schon deutlich mehr Erfahrungen drin haben, wie man das alles machen kann und oder was man halt auch eben nicht machen kann. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass wir das Spiel im Gegensatz zu dem, was ich angekündigt hatte, mit dass wir auf Profi weiter auf Weltklasse weiterspielen, nicht machen, sondern dass wir auf Profi das Ganze weiterspielen. Ich möchte mich heute, das wird wahrscheinlich so die erste Viertelstunde jetzt auch dann in Anspruch nehmen tatsächlich, möchte ich mich einmal mit dem individuellen Schwierigkeitsgrad auseinandersetzen, den man in dem Spiel ja einstellen kann, wo ich jetzt aber natürlich leider nicht weiß, wie das jetzt ultra gut funktioniert. Also ich habe mich gegen Weltklasse entschieden, wie gesagt, aufgrund der Kommunikation mit anderen und aufgrund dem, was ich ja, einfach auch mit der Kommunikation, mit dem, was ich so alles gesehen habe. Und ich möchte mit euch mal wieder einen anderen Ball nehmen. Immer den gleichen Ball finde ich irgendwie, ja, das ist jetzt nicht so entscheidend, aber so können wir auch mal verschiedene Bälle sehen. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Ball. Warum denn auch nicht, ja? Und zwar müsste das ja jetzt hier dann sein. Und ich weiß jetzt nicht. Wie man das jetzt machen kann. Also ich würde sagen, Sprintgeschwindigkeit können wir ja ruhig so lassen. Die Dauer, die Profis deines Teams bis zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit brauchen. Verändert die Fehleranfälligkeit von normalen Schüssen deines Teams. Weil rein theoretisch müssten wir hiermit ja das individuell schwerer machen, ne? Also müssen wir das ja eigentlich damit auch einstellen können, oder? Also vielleicht spielen wir auch erstmal noch ein bisschen. Weil dazu konnte mir meine Kontaktpersonal da auch nicht viel sagen, inwiefern das jetzt sinnvoll ist. Wie wir das vernünftig einsetzen können. Weil wir müssen ja eigentlich reichen. Warte mal, kann ich irgendwo gucken? Kann ich mir irgendwo die Vereine angucken?
habe halt keine Ahnung, ne? Das wird mir gerade so ein bisschen zum Verhängnis, leider. Ah, hier Y. Weil wir hatten ja gegen Bochum, war das. Mal gucken, warte mal, was hat denn Bochum? Ist ja an sich jetzt erstmal auch nicht schlecht, ne? Aber aber ich habe halt nicht so eine Ahnung, wie das mit diesem. Wie funktioniert das mit dem individuellen Schwierigkeitsgrad? Also wie krass sind da die Änderungen? Weil für die Gegnerteams, das möchte ich ja gar nicht ändern. Und macht mich das auch schwächer? Weil mich möchte ich ja eigentlich nicht schwächer machen. Oh, ich weiß nicht. Das ist halt echt problematisch. Warte mal, kann man das vielleicht eher googeln? Und wie das funktioniert? Schiebregler FC. Ich glaube, wenn ich das so google, finde ich da, glaube ich, nichts, ne? Mal gucken. Torwartfähigkeit haben wir die hier auch irgendwo? Ja, die ist da. Also bin ich schon mal richtig. Ja, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich will jetzt auch das Spiel nicht kaputt machen. Warum wird mir denn nichts erklärt, ey? Ich probiere es einfach mal aus, ja?
Ich mach das mal auf 45. Das ist okay. Es reicht ja an sich, wenn das Tor nicht so ganz getroffen wird. Also nicht so oft. Dass wir nicht 11-0 gewinnen. Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt dann auch mich betrifft, ne? Weil das ist ja mein Team. Ich gehöre ja aber auch zu meinem Team. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es sein. Es tut mir leid, Leute. Ich bin... Ich bin einfach nicht sicher, was ich will. Weil ich von dem Spiel, internationales Testspiel auch noch jetzt direkt eher. Weil ich einfach zu wenig Ahnung habe. Ja, also ihr merkt, ich habe mich eigentlich nur gegen Weltklasse entschieden und den ganzen Rest, ich bin so unschlüssig, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Hätte ich eine Ahnung von dem Spiel, wäre ja alles gut, aber ich habe leider keine. Was ist denn unser Kalender? Warte mal. Das Ländertestspiel möchte ich jetzt nicht unbedingt probieren direkt. Vielleicht machen wir dann hier gegen Darmstadt. Da können wir das vielleicht runterstellen, einfach mal, um zu gucken, was passiert. Ist das ein Deal? Dann weiß ich das nicht so genau. Ich denke, das ist ein Deal. Das muss ein Deal sein, weil anders geht es nämlich nicht. Weil hier das... Das ist halt so... Na, hier oben. Meine, kann ich nicht zurück im Kalender? Nee. Aber wenn ich mir das mit... Wenn ich mir das so angucke, 11-1 gegen Bochum. Ja, okay, das 3-2, das war auf Weltklasse. Genau wie das 4-2. Aber dann auch Stuttgart 7-0. Und dann aber das 0-3 würde ich akzeptieren. Ist okay. 4-0 ist auch okay. Ist auch. Hey, Wadli. Na, alles gut bei dir? Das 4-0 ist auch okay. Selbst das 5-2 würde ich ja akzeptieren. Okay, das 1-5 ist halt Supercup 3-0, 3-1. Das sind ja alles so normale Ergebnisse. Okay, 9-0 ist. Ja, ich sag nichts, ne? Aber davor 2-2 im Testspiel gespielt. Davor 1-3. Ich sag mal an sich. Haben wir auch viele Ergebnisse, die, wo ich sage, auf Profi, das passt. Aber dann kommen so diese Ausreißer 11-1 oder 6-0, wo ich mir denke, das passt einfach nicht. Ach, ich weiß es doch auch nicht, Leute. Ich weiß nicht mal, in welchem Monat ich bin. Februar jetzt. Sommerpause. In welchem Monat sind wir denn gerade? Wir sind auch schon im Oktober.
Ich weiß es doch auch nicht. Ich wünschte, es wäre nicht so schwer, Leute. Abbrechen. Ich wünschte, es wäre nicht so schwer. Wir spielen erstmal so weiter. Ich ändere nichts, auch wenn ich jetzt lange darüber nachgedacht habe. Aber es bringt mir ja nichts. Ich glaube, die Post und die anderen Lieferdienste denken sich auch, was hat der eine Dude mit so vielen Paketen vor dieses Jahr 22 Sachen bestellt und das alleine für. Ja, ach, Wotli, wenn du wüsstest, was bei mir alles ankommt, weil nicht nur ich bestelle nach mir, sondern teilweise kommen dann auch so Pakete von meinen Eltern hier an oder, oder Pakete für Nachbarn. Und ich nehme so viele Pakete hier an, dass ich will gar nicht wissen, was sie denken, was ich hier alles habe in meiner Wohnung. Eher so ein geheimes Paketelager oder so, man weiß es nicht so genau. Ja, also alles gut. Ich glaube, die denken sich da überraschend wenig bei. Ja, dann ist jetzt der erste Part halt wieder ein bisschen langweilig gewesen. Also auf YouTube ist jetzt halt ein, ja, stocklangweiliger Part. Ich entschuldige das. Aber ich musste mich jetzt einfach einmal ein bisschen mit dem Schwierigkeitsgrad beschäftigen, damit ich hier möglichst vernünftig bin. Mein Team schwächer machen kann ich ja immer noch zur Not in diesen Einstellungen, wenn da jemand Ahnung von hat, kann er das auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich habe halt echt keine Ahnung und ich möchte jetzt auch nicht irgendwas umstellen, weil so blöd es klingt, die Karriere von Möppi Moon, also in dem Spiel Möppi Moon, möchte ich ja halt auch nicht versauen, nur weil ich da auf die tolle Idee komme, irgendwie in den Einstellungen rumzudoktern. Und da irgendwas kaputt mache. Also, ja, das bringt keinem was, das bringt mir nichts. Das wird mir wahrscheinlich eher sogar das Spiel noch kaputt machen. Ich habe keine Ahnung, was da was bewirkt oder wie ich das mache. Vielleicht pendelt sich das mit den Ergebnissen auch doch jetzt noch so ein, dass ich das angenehm finde und wir können es einfach so lassen. Sonst müssen wir einfach gucken, ja. Sind großteils Holzblöcke. Ja, das ist ja okay. Und dann wollen wir einfach, würde ich sagen, in unser erstes Länderteamspiel gehen. Und ich sehe, wir führen 1-0. Wir sind gar nicht in der Startelf. Das habe ich jetzt irgendwie komplett verpeilt. Aber ist auch okay. Nee, also wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid. Aber ich kann es nicht ändern. Wir mussten jetzt einmal über den Schwierigkeitsgrad reden und vielleicht kann ich ja das Spiel dann doch, wenn das nur die letzten Minuten sind, die Jetzt ich nehmen Sie hier spiele, eine Auswechslung ist das vor. vielleicht doch nicht ein Läuft im langweiliger Moment. Part. Knappe Vielleicht Führung. Und kann damit ich das das so ja doch noch bleibt, nun dahinter dieser schreiben. Wechsel. Sie hoffen natürlich, dass hier am Ende der Sieg rumkommt. Ja, Schüsse aufs Tor möchte ich schon zwei haben. Achso, muss ich gedrückt halten. Sorry. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Wirtz. Gut gespielt. Ist das die Chance? Ganz wichtig. Da muss er hin. Moon. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Ich glaube schon, das war gelb. Sehe ich auch so, absolut vertretbar. Beschwert Oh. sich, glaube ich, auch niemand drüber. Hat das jetzt schon als Torschuss gezählt? Das ist so meine Frage. Nein, hat es nicht. Okay, ja, gut, hätte mich auch gewundert. Aber mein Dribbling, das eine Ziel, da war für mich schon erreicht, das ist schon mal gut. Bisschen Zeit haben wir ja auch noch. Ja, wie gesagt, es tut mir. Das mit dem Friedrich Jensen. Schwierigkeitsgrad, es tut mir ein bisschen leid. Das ist einfach auch nicht so geplant gewesen, aber ich kann es ja nicht ändern, ne? Flanke kommt rein. Den Ball hält er gut. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Sie bieten sich an.
zieht ab. Tor! Sie bauen die Führung kurz vor dem Ende der Partie auf 2 Tore aus. Da mache ich auch schon mein erstes Tor in der Nationalelf. Guck mal, hier habe ich jetzt die 11 als Nummer, nicht die Nummer 1. Aber Nummer 11 ist auch gut. Die Doppel-1. Das ist ein exzellenter Alleingang. Wäre übrigens die zweite Wahl gewesen. Setzt sich durch, zieht zum Tor und der Abschluss ist auch. Vielleicht passe ich meine Nummer bei Leipzig an, wenn das geht, auch auf 11. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Pucki. Da fangen sie den Pass ab. Pucki. Ja, da ist Platz jetzt. Das könnte gefährlich werden. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Oh, das gibt Elfmeter. Natürlich gibt es Elfmeter. Ja, da war die Hand halt, ne? Aber das Elfmeter kann uns erstmal egal sein. Wir haben ja. Das könnte der späte Anschlusstreffer werden. Sie verwandelt den Strafstoß. Ja, toll, danke. Um ein Haar gehalten, dieser Elfer, aber ja, auch wenn es Zentimeter nur sind, aber der Ball ist dann doch nicht zu parieren. Hey, warum ist meine Wertung runtergegangen? Hey! Jetzt steht es hier 2-1, eine enge Kiste. Hier ist noch alles drin, 5 Minuten sind noch zu gehen. Jonas Hofmann. Sie haben den Ball und sie schauen immer wieder, wo sind die Nebenleute. Aber dann ist der Ball weg, sie machen also nichts aus dieser Szene. Setzen mich auf den Boden und ich bekomme dafür einen. Gleich ist hier Schluss, aber Sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen Sie die Chance. Ball erstmal weg. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Ja, da habe ich mich nicht mehr für den Angriff. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Nein, meine Bewertung. Gehalten war kein wirklich gefährlicher Ball. Wirtz. Robert Andrich. Hofmann. Nachspielzeit hier, 2 Minuten. Die Riesenschor. Kurz vor Ende liegt hier die Entscheidung in der Luft, aber gehalten. Ah, wichtig. Und jetzt können Sie hier eventuell doch nochmal reinkommen in diese Partie. Nochmal reinkommen, wir führen. Ecke kommt ins Zentrum. Er spielt den Ball raus. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Wird's. Wird das die Entscheidung? Jonas Hofmann. Der ist drin und damit gehen sie jetzt sehr schön mit 2 Toren in Führung. Und meine Wertung ist auch noch mal besser geworden. Solange wie es jetzt nicht so weitergeht, ist alles gut. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Jetzt steht der Sieg der deutschen Mannschaft fest. Schlusspfiff. Das war's für heute. Sie holen sich den ungefährdeten Sieg und das zumindest aus meiner Sicht auch absolut verdient. Sie waren hier die stärkere Mannschaft. Habe ich meine Ziele erreicht? Ich glaube schon. Ne? Wir haben 2 Mal aufs Tor geschossen. Dribbling war auch ganz gut und die Wertung hatten wir auch. Und wir haben die Nummer 11. Vielleicht stelle ich um, dass wir Leipzig auch 11 haben.
erfolgreiche Pässe 0. Ja, okay, wir haben aber nicht so viel gespielt, ne? Ich war eher so der Egoist in dem Spiel. Aber wir haben alle drei Ziele erfüllt. Apropos, ich habe mir ja noch gar nicht überlegt, wie ich das mit dir mache. Ich bin mir ganz sicher, dafür findest du eine wunderschöne Lösung. Ich würde auf der Halloween-Party teilnehmen, auf jeden Fall. Da kann ich ja ruhig das machen, was ich in echt auch machen würde, ja? Again, du nimmst Kostüme offenbar genauso ernst wie Fußball. Hoffentlich hast du dich amüsiert. Ja, habe ich. Dankeschön. Ja, schade, dass da jetzt kein Kostüm von mir ist. Hier gibt es kein Training vor. Auch gut. Anpassen. Spieler bearbeiten. Pro bearbeiten. Geben wir uns auch die 11. Nächster Spieltag.